It is with much pleasure that I can now introduce our next speaker. So it's just started raining outside, but this heavy rain is not at all probably the extreme weather effects that we all hear about right now. The weather, the talk that we are going to present next will deal with extreme weather effects and how they are linked with von extremen Wettereffekten handeln und wie sie mit der Klimaveränderung zusammenhängen. She's Associate Director of the Environmental Change Institute of the University Speicher of Oxford. Ist von der Universität and she's of also Oxford. The lead author of the upcoming IPCC Sixth Assessment Report. Und von dem IPCC and Assessment Report. Without, with no further ado, I give you the stage, Freddy. Please. Okay, vielen Dank. Ja, thank you. Hallo. Yeah. Hi. Es hat gerade aufgehört zu regnen hier in Oxford und das ist schön. Und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Thema, das ist Klima und das Wetter. Und immer, wenn wir heute von extremen Wetterereignissen hören auf der Welt, also Feuer, Dürren, die Frage, die dann häufig gestellt wird, ist, was ist die Rolle von Klimawandel im Zusammenhang hier? Und um das zu beantworten, für eine sehr lange Zeit haben die Wissenschaftler gesagt, dass wir einzelne Wetterereignisse nicht direkt mit Klimawandel in Verbindung bringen können. Aber diese Antwort, die gegeben wurde, dass man einzelne Wetterereignisse nicht zuordnen kann. Aber das Ding ist natürlich, dass jedes Extremwetterereignis schon beeinflusst ist. Und die Frage ist halt, welche Informationen da eine Rolle spielen, also oder welche Informationen zur Verfügung stehen. Und die Antwort, dass man einzelne Ereignisse nicht in Verbindung bringen kann mit Klimawandel, ist nicht wahr. Also was wir sagen können, ist, also das ist, worauf ich fokussieren will, was man sagen kann. Ultimately, every weather event, extreme or not, also, wenn man es wirklich streng betrachtet, ist jedes Wetterereignis einzigartig und es gibt viele Ursachen, die dazu führen. Wir haben eine große Variabilität im Klima- und Wettersystem und es spielt eine Rolle, wo das Ereignis stattfindet, ob es über Land, über Wasser, in einer Wüste, über einer Stadt stattfindet. Und wir wissen, dass menschenverursachter Klimawandel einen Einfluss hat auf die Wahrscheinlichkeit für diese Ereignisse. Und was wir jetzt sagen können, wenn es darum geht, eine Zuordnung zu schaffen, inwieweit die Größenordnung und die Wahrscheinlichkeit sich durch den Klimawandel verändert hat. Und um das zu tun, müssen wir zuerst wissen, was ist mögliches Wetter, das auftreten kann heutzutage. Zum Beispiel, wenn wir eine Überflutung in Oxford haben, dann ist die Frage, okay, war das Klimawandel oder nicht? Und da muss man sich anschauen, was für eine Art von Ereignis ist der. Wie häufig ist dieses Event? Passiert es alle 10 Jahre? Passiert es alle 100 Jahre? Man kann nicht nur das einzelne Ereignis anschauen, man muss es halt, man muss sich halt anschauen, wie häufig das Ganze ist und was insgesamt möglich ist. And so we need to find out what is possible weather. And to do that,
Und um herauszufinden, was mögliches Wetter ist, verwendet man verschiedene Klimamodelle. Und mögliche Klimaereignisse im Dezember in Oxford kann man basieren auf historischen Daten sehen, dass das Event, das Ereignis heute halt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hatte. Und dann sieht man halt, was die Verteilung der verschiedenen möglichen Wetterereignisse ist. Und dann sieht man, wenn es regnet, zum Beispiel 30 mm an einem Tag in Oxford, dann definiert man einen Grenzwert, ab wann man sagt, dass dieses Ereignis signifikant ist. Natürlich sagt uns das noch nicht, was der Klimawandel damit zu tun hat. Wir müssen auch wissen, was die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis ist ohne Klimawandel. Und wir wissen sehr genau, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden. Können wir diese Treibhausgase von unseren Klimamodellen entfernen? Und dann können wir eine Welt simulieren, die so wie heute ist, aber ohne die Treibhausgase. Und in dieser Welt können wir dann die Frage stellen, was sind die möglichen Starkregen-Ereignisse? Und dann können wir sehen, dass dieses Ereignis nicht alle 10 Jahre stattfindet, sondern alle 20 Jahre. Und dann können wir den Unterschied zwischen diesen Wahrscheinlichkeiten dem Klimawandel zurechnen. Und mit diesem Beispiel, das ich jetzt verwendet habe, kann man sehen, dass der Klimawandel das Ereignis die Wahrscheinlichkeit verdoppelt hat, weil es von einem alle 20 Jahre Ereignis zu einem alle 10 Jahre Ereignis geworden ist durch den Klimawandel. Und diese Methode kann benutzt werden, kann in unserem World Weather Distribution Projekt verwendet werden, um uns die extreme Hitzeentwicklung in Sibirien anzuschauen. Und wir haben gesehen, dass das Klima dann halt zu Temperaturen von 38 Grad in Sibirien geführt haben. Und wir haben gesehen, dass das Ganze so unwahrscheinlich, also im Endeffekt unmöglich ohne Klimawandel war. Und wir sehen, dass das halt im Prinzip ein in eine Milliarde Jahre Ereignis, das wir dort beobachtet haben, dass es halt nur einmal in eine Milliarde Jahre ohne Treibhausgase gäbe. Und was wir uns auch angeschaut haben, ist der Hurricane Harvey in Texas 2017. Der sehr große Schäden verursacht hat. Er hat große Regenfälle mit sich gebracht. Und viele Studien haben sich dann angeschaut, was ist der Anteil des Klimawandels daran. Und es wurde durch den Klimawandel dreimal wahrscheinlicher, dass dieses Ereignis auftritt. Und andere haben dann herausgefunden, was die Kosten, also die Schäden finanzieller Natur waren und wie das dann also es gab große Schäden durch dieses Ereignis.
state-of-the-art economic und man sieht halt, dass der Klimawandel eine massive Erhöhung von Schäden verursacht. Und natürlich findet nicht jedes Jahr ein Ereignis wie der Hurricane Harvey. Aber man bekommt sehr ordentliche, sehr große Zahlen raus, wenn man sich die Temperaturverteilung anguckt. Aber nicht jedes extreme Ereignis, das heutzutage sich ereignet, ist schlimmer geworden wegen des Klimawandels. Dies ist ein Beispiel für Trockenheiten in 2014, 2015 in Brasilien. Und wir haben herausgefunden, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit der Trockenheiten nicht erhöht hat. Es war ein einmal in 10 Jahren Ereignis in 2014 und ohne Klimawandel wäre es mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit eingetreten. Aber was wir gefunden haben, warum diese Trockenheit, das auch schon früher stattgefunden hat, in den 2000er und 1970er Jahren, da haben wir uns andere Faktoren angeschaut und die Bevölkerung hat sich stark erhöht im 21. Jahrhundert und auch der Wasserverbrauch in diesem Bereich hat sich exponentiell erhöht. Und damit sieht man, warum die Auswirkungen so groß waren. Das ist die Basisidee. In Theorie sehen die Studien so aus. Und auch die Resultate, die wir daraus erzielen. In der Praxis es ist nicht genauso direkt. Die Idee ist natürlich die gleiche. Wir nehmen Klimamodelle und statistische Modelle für unsere Beobachtungsdaten und simulieren mögliches Wetter in unserer Welt und Wetter in der Welt, in der wir leben und Wetter in der Welt, die hätten sein können. Das ist theoretisch, aber in der Praxis ist es natürlich sehr viel schwieriger. Hier sieht man die Resultate dieser Studie, wenn man das eine schematische Darstellung. Wenn man nicht Fachmann ist, dann ist es vielleicht eine etwas schwierige Darstellung. Aber es sagt in etwa das Gleiche aus wie die Zeichnung am Anfang. Hier sieht man die Enden der Verteilung besonders gut und kann dadurch bessere Aussagen machen. Auf der X-Achse haben wir die Auftretenswahrscheinlichkeit auf einer logarithmischen Skala und auf der Y-Achse sieht man die Stärke des Events. What our extreme event is. And this is actually, dies ist eine wirkliche Verteilung, ein wirkliches Beispiel von Starkregenfällen in Südengland. Und man sieht in Rot, dass jeder der roten Punkte ist eine Simulation eines möglichen Regenfalls Starkregen in 2015 in England. And the dashed line indicates die gestrichelte Linie ist der Schwellwert, der zu Überflutungen in diesem Jahr geführt hat. Auf der X-Achse, wenn man von der gestrichelten Linie nach unten geht, sieht man, dass es ein einmal in 20 Jahren ist. Für die blaue Kurve sind es mögliche Regenfälle, das sind Simulationsdaten für 2015. Und man würde jetzt hier sehen, das beschreibt die Welt ohne den menschengemachten Klimawandel. Und man sieht, dass die beiden Kurven signifikant voneinander abweichen. Sie sind relativ nah beieinander, aber sie weichen stark signifikant voneinander ab. Ja, man sieht, dass in einer Welt die Wahrscheinlichkeit etwas weniger groß wäre und man sieht eine 40% Erhöhung durch den menschengemachten Klimawandel.
Und auch andere Faktoren wie das chaotische Verhalten des Wetters und Faktoren auf dem Boden, wann Häuser irgendwie an Übertretungsräumen gebaut werden, ist auch, auch ein Faktor. Das ist die, der Schritt, wo wir zuschreiben, wie groß die Rolle des Klimawandels ist. Aber es gibt natürlich vorher einige Schritte, die sehr wichtig sind. Und natürlich das, das Ergebnis stark beeinflussen. Der erste Schritt ist, was ist wirklich passiert. Normalerweise, wenn wir von extremen Wettergeschehen hören, dann sieht man Bilder in Zeitungen von Überflutungen in irgendwelchen Teilen der Welt. Aber normalerweise hat man nicht wirkliche Wetterdaten in den Medien. Dasselbe ist wahr für uns. Wir arbeiten häufig mit dem Roten Kreuz zusammen und sie erzählen uns, wir haben dieses große Überflutung. Könnt ihr uns sagen, was war jetzt die Rolle des Klimawandels? Und wir wissen nur, es gab Überflutung. Also wir müssen erstmal rausfinden, was war das Wettergeschehen, was die Flut verursacht hat. Und das ist nicht immer direkt. Man sieht auf dieser Karte, On this slide is a relatively stark example, but not an dies ist ein extremes Beispiel, aber nicht ein untypisches. Man sieht hier ein Regenereignis in Kenia. Auf der linken Seite sieht man Beobachtungsdaten, die und on the right hand side is another product showing the same event. And the scale, which I failed Okay. Und das sind hier Millimeter pro Tag. Auf der anderen Seite haben wir extremer Regenfall von 50 Millimetern pro Tag, was in Kiel, in meiner Heimatstadt in Schleswig-Holstein, dass das 50 Millimeter an einem Tag sehr viel Regen ist. Und das, man sieht halt viel Regen, aber nicht in der gleichen Größenordnung, an dem gleichen Ort. Also, weil halt die meisten Länder keine offene Datengesetzgebung haben, sodass man nicht Zugriff hat auf alle Daten und man halt nur Zugriff auf die öffentlichen Daten hat, muss man mit Experten aus den Regionen zusammenarbeiten, die dann hoffentlich Zugriff haben auf diese nicht öffentlichen Daten. Aber wenn man das halt nicht weiß oder wenn es nicht unbedingt eine perfekte Antwort gibt. Also es ist tatsächlich ein enger Also nehmen wir an, dass wir Daten haben, denen man vertrauen kann. Und dann ist die Frage, was ist die richtige, der richtige Schwellenwert, um ihn zu verwenden? Caused by a one-day extreme rainfall event, then that would be your definition of the event. But it could also be that the flooding has been caused by a very. Es kann natürlich sein, dass auch durch eine sehr nasse Jahreszeit so ein Ereignis stattfinden kann. Also die Frage ist halt, wie definieren wir ein extremes Ereignis? Water management in the rivers and has actually flooded further upstream. Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, wie die Größenordnung und die räumliche Einordnung zu sehen ist, wenn jetzt zum Beispiel Flüsse übers Ufer treten. In Europe in 2019, and there
What usually makes the headlines is the also was halt in der Regel von den Nachrichten veröffentlicht oder gehighlightet wird, sind halt die Extremtemperaturen und natürlich auch die Verluste und Schäden, die durch ein Extremwetterereignis erzeugt wurden. Aber es heißt nicht unbedingt, dass die extremen, also die wärmsten Tage dann auch die katastrophalsten waren. Wenn man sich die Schäden anschaut, der Druck, das Druckdiagramm auf der rechten Seite, bei dem es jetzt nicht super wichtig ist, was genau da drauf ist, aber man sieht halt, dass da verschiedene Wettersysteme sind, die Hitzewellen erzeugen können, zum Beispiel hier über Frankreich, die mit kurzzeitigen Hochdruckgebieten das Wetter beeinflussen. Aber es kann halt auch langfristige Hochdruckdynamiken geben, die das Wetter mit beeinflussen. Es gibt da keine richtige oder falsche Definition für ein Wetterereignis. Also man kann sich die Temperaturen anschauen, also die täglichen Temperaturen anschauen oder andere Faktoren. Oder man kann sich auch anschauen, was ist die Sterblichkeit von die Menschen dann tatsächlich direkt trifft. Das ist alles Definitionssache. Und hier sind einige typische Ergebnisse von Zuordnungsstudien. Und das ist jetzt etwas mehr wissenschaftlich und weniger Nachrichten- oder zeitungsmäßig. Und es kommt halt immer darauf an, was für Daten man zur Verfügung hat und welche Klimamodelle man zur Verfügung hat. Und dann kann man halt eine Abwägung treffen in Hinblick darauf, was man auswählt, also jetzt welche Daten, welche Klimamodelle. Man braucht auf jeden Fall immer einen Evaluierungsschritt für das Modell, um zu schauen, ob man mit dem Modell das Ereignis auch tatsächlich realistisch simulieren kann. Selbst wenn man das gemacht hat, kann es immer noch sein, dass das Modell und die Beobachtungen nicht übereinstimmen. Die Hitzewelle in Deutschland 2019, die auch auf der vorherigen Slide war zum Beispiel ein Beispiel dafür, wenn wir an die Langzeitbeobachtungen von hohen Temperaturen schauen und uns anschauen, wie diese über Zeit sich verändert haben, finden wir, dass wir durch die Klimaveränderung, die wir beobachtet haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Event eintritt, hat sich um ungefähr das 300-fache verändert. Das sieht man auf dem blauen Balken auf der linken Seite oben, deutscher Wetterdienst. Beobachtungsdaten. Da sieht man den schwarzen Marker und der ist auf einer logarithmischen Skala 300 mal wahrscheinlicher. Aber da wir nur ungefähr 100 Jahre Beobachtungsdaten haben und Sommertemperaturen sich stark verändern, ist dort eine große Unsicherheit. Daher können wir von den Beobachtungen alleine nicht sagen, dass es nicht auch eine 100.000-fache Vervielfachung dieses Auftretens ist. Aber der Hauptpunkt ist, bei all den roten Balken, auch bei den roten Balken derselbe Trend zu erwähnen ist.
Also wir haben immer geguckt, eine Welt mit Klimaveränderung und ohne Veränderung. Und man sieht, dass die, Ereignisse häufiger auftreten. Klimawandel ist natürlich nicht nur der einzige Faktor, der dies beeinflusst. Das Land hat sich auch verändert, aber die anderen Effekte sind deutlich schneller, deutlich geringer im Effekt, den sie haben. Das heißt, sie können nicht diesen Unterschied beschreiben. Have obviously a problem with the extreme temperatures in a also sieht man scale. Ganz klar, dass wir hier ein Problem mit den extremen Temperaturen haben. Und es gibt Effekte, die wir jetzt noch nicht verstehen. Wir können noch nicht sagen, dass diese Hitzewelle zehnmal so häufig war. Aber wir können sagen, dass der Klimawandel eine absolute Veränderung gemacht hat. Und wir können es aber nicht genau quantifizieren. Auf der rechten Seite ist ein schöneres Resultat. Ja, es geht um extremen Regenfall in Texas 2019. Also extrem im wissenschaftlichen Sinn. Of observations, in Blau from the heavy rainfall event, and they both show pretty much exactly the same result. And also und die beiden bilden dasselbe Resultat ab. Die beiden Klimamodelle, die wir hatten, die auch die Evaluation überstanden haben, zeigen auch eine Erhöhung, dass dieses Event häufiger eintritt, das von der Größenordnung sehr gleich ist. Und in diesem Fall können wir sagen, dass die Resultate stimmen und wir können jetzt sagen, aufgrund unserer Daten, aufgrund dieser Beobachtung, dass sich dieses Ereignis ungefähr verdoppelt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Das letzte Beispiel, was ich hier habe, ist für eine Trockenheit in Somalia in 2010. Die Ergebnisse sind sehr unsicher. Wir könnten eine Erhöhung haben oder eine Verringerung. Aber und die Klimamodelle zeigen hier auch verschiedene Möglichkeiten. Made this event more or less und in diesem Fall können wir sagen, können wir ausschließen, dass der Klimawandel, Klimawandel ist mehr als 10-fach erhöht hat, aber wir können nicht mehr sagen. Daher können wir sagen, wir können sagen, es ist nicht ein kompletter Gamechanger, aber das ist alles, was man hier sagen kann. Stuff that I would like to show, because I think das war das detaillierteste Wissenschaftliche, das ich präsentieren möchte, da ich denke, es ist wichtig, einige Hintergründe zu den zu diesen Sachen zu geben. Es gibt immer vier mögliche Ergebnisse für eine solche Studie. Und das liegt daran, dass Klimawandel das Wettergeschehen in zwei Wegen verändern kann. Erstmal auf den thermodynamischen Weg. Wir haben mehr Treibhausgase in der Atmosphäre. Die Atmosphäre wird wärmer. Und damit haben wir über alles eine Erhöhung in hohen Temperaturen, eine Verringerung in kalten. More extreme rainfall. But then und von der Erwärmung alleine hätten wir stärkere Regenfälle. Der zweite Effekt ist der dynamische Effekt. Wir haben die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Und damit verändert sich die Strömung in der Atmosphäre. Wo entwickeln sich die Wettersysteme, wie werden sich bewegen? Und dieser Effekt könnte in der gleichen Richtung sein wie der Erwärmungseffekt, sodass wir stärkeren Regenfällen erwarten
und mehr Tiefdrucksysteme. Und dadurch wird man stärkere Regenfälle bekommen. Aber diese Effekte können sich natürlich auch auswirken. Du kannst mehr Regenfall insgesamt erwarten, aber die Großwetterlagen bringen den Regen nicht, verteilen den Regen nicht. Und damit können sich diese Effekte auch auslöschen. Und für eine bestimmte Region oder eine bestimmte Jahreszeit kann sich dieser Effekt dann auslöschen und die Regenfälle auch verringern. Das Event kann also immer wahrscheinlicher werden, weniger wahrscheinlich werden oder gleich wahrscheinlich werden. Oder wir können es nicht sagen. Und so, this has been possible to do now for. Das wurde möglich, also seit einem Jahrzehnt können wir das machen, aber erst in den letzten 5 Jahren wurde das wirklich praktiziert. There are lots of attribution studies on different kind of extreme events. And what you can see on this map, dass diese Zuordnungsstudien durchgeführt wurden. Auf dieser Karte sieht man die verschiedenen Energiequellen angezeigt werden. Und man sieht halt in Rot, wo Klimawandel eine wesentliche Rolle gespielt hat. In Blau, wo es halt nicht ist, wo halt keine Beeinflussung stattfand, und die grauen Punkte bedeuten, dass es unklar ist, welche Rolle der Klimawandel gespielt hat. Aber das hier ist jetzt keine Repräsentation der Extremereignisse, sondern einfach nur eine Repräsentation der Ereignisse, die näher untersucht wurden. Und es gibt dann halt eine Tendenz, nur die Ereignisse zu untersuchen, die einfach zu simulierbar sind mit Modellen. Und es gibt dann viele nicht dokumentierte und analysierte Ereignisse, die halt fehlen auf dieser Karte. Und diese Karte zeigt die Diskrepanz zwischen den Ereignissen, die tatsächlich passiert sind, und den Sachen, die wir dann auch analysiert haben. Und seit 2003, also der ersten Zuordnungsstudie, und wir sehen halt auf dieser Karte die Todesfälle aufgrund der Hitzewellen. Und die Kugeln sind immer auf der Hauptstadt fokussiert. Und je größer, die Kugel, desto mehr die größer die Todeszahlen. Und die schwarzen Punkte sind diese Hitzewellen, bei denen wir sicher sind, dass der Klimawandel eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und man kann sehen, dass bei den meisten europäischen Ländern sind die roten Kreise ungefähr genauso groß wie die schwarzen Kreise. Aber in anderen Teilen der Welt gibt es nicht so viele schwarze Kreise. Und wir wissen da nicht wirklich sicher, was die Rolle des Klimawandels bei der Tödlichkeit dieser Wetterereignisse war. So this means that with event attribution methods that we have developed over the last decade, mit diesen Zuordnungsmethoden, die uns jetzt zur Verfügung stehen, haben wir die Werkzeuge, mit denen wir den Klimawandel und seinen Einfluss besser beschreiben können. Aber wir haben noch kein vollständiges Inventar oder keinen vollständigen Werkzeugkasten, um wirklich für alle Ereignisse eine Zuordnung machen zu können. Also es gibt noch viele offene Fragen in Bezug auf viele Ereignisse.
extreme events that I've used to create the map I've shown before with the death of climate change. Wenn man sich jetzt die Todesfälle für Klima, also Todesfälle anschaut in Verbindung mit dem Klimawandel, dann verwenden wir natürlich öffentlich verfügbare Daten und dann gibt es natürlich Datenquellen, die auch losses and damages, if these losses and damages are recorded in the first place. Also, and so what you see on this die, map is also es ist wichtig, dass die Todesfälle tatsächlich vernünftig dokumentiert werden. Also, was wir hier sehen auf der Karte, ist Hitzewellen, die zwischen 1986 bis heute, bis 2015 stattgefunden haben. Aber in der subsaharischen Zone wurden keine Hitzewellen dokumentiert. Und das ist natürlich unrealistisch. Und wir wissen, dass gerade subsaharisches Afrika eine deutliche Erhöhung der Hitze zu verzeichnen hatte, aber es wurde halt nicht wirklich vernünftig dokumentiert. Und wir haben daher auch keine Zuordnungsstudien in diesen Regionen. Und um wirklich das Gesamtbild zu verstehen, müssten wir auch Ereignisse in diesen Regionen vernünftig dokumentieren. Und mein letzter Punkt, bis wir zu den Fragen kommen, Ereignisse, die Katastrophen darstellen. Aber das Ding ist natürlich, dass das, was wir hier berechnen, führt natürlich nicht immer direkt zu Verlusten oder zu Schäden. I've already mentioned the example early on with the drought in Brazil, where the huge losses and damages. Und zum Beispiel der in der Dürre in Brasilien gab es water consumption and große Schäden. Und das war auch, also im Wesentlichen durch den Wasserverbrauch, auf den Wasserverbrauch zurückzuführen. Und deswegen ist es auch wichtig, es geht nicht nur darum, das extreme Event zu definieren, sondern auch die Faktoren dahinter wirklich gut belichten. Und wir haben in der Hinsicht viel Fortschritt gemacht, um besser zu verstehen, wie Klimawandel das Wetter beeinflusst. Und wir verstehen jetzt viel besser, wie es im großen Umfang Niederschläge in der Welt beeinflusst. Und auch inwieweit das dann halt Menschen, die halt vor Ort leben, beeinflusst. Or one way of where they are currently put together und eine Sichtweise, eine Sache, die man betrachten kann, sind halt Fälle vor Gericht, weil Leute eben Schäden haben durch den Klimawandel und dann stellt sich natürlich die Schuldfrage. Und auch dann kann, muss es, wenn halt die Regierung oder auch Unternehmen nichts gegen die Klimaschäden unternehmen, dann kommt es halt auch zu Gerichtsverfahren.
because of a largely increased flood risk from glacier melt in the area. And zum Beispiel haben wir hier den Fall, wo ein Gletscher geschmolzen ist und es wird geklagt, also es wird RWE verklagt, damit sie Geld, damit die Kläger Geld bekommen, um Maßnahmen ergreifen zu können, um sich an die neuen Umweltbedingungen anpassen zu können. Leave you with some und damit möchte ich auch meinen Vortrag beenden. Hier sind ein paar Referenzen und Lesehinweise und ich freue mich auf die Fragen. Sind wir durch? So, ja, yeah, we finished. So, ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe, bevor wir zum Q&A kommen, muss ich einmal mich im Namen der Produktion bei den Zuschauern entschuldigen. Ich glaube, ihr hattet etwas Produktionssound auf den Ohren zwischendurch. Das sollte natürlich nicht so sein. Gut. I have to apologize because there was some production related noise. Keine Fragen aus dem Chat bisher. Okay, we don't have any questions from the chat. Aber vielleicht eine Frage von mir. Das letzte Beispiel war ja, eine Klage über Ländergrenzen hinaus quasi. Ist das ein Ansatz, den man den wir in Zukunft öfters sehen wollen? Das heißt, dass über Ländergrenzen hinweg Menschen oder Organisationen sich gegenseitig versuchen, quasi über den Klageweg auf den richtigen Weg zu bringen. Also es ist tatsächlich eine Ausnahme. Also es ist tatsächlich eine Ausnahme, dass das im Fall RWE und Luja funktioniert, denn das deutsche Recht sieht vor, dass Firmen, die in Deutschland ansässig sind, auch für Schäden verantwortlich sind, die die auch nicht in Deutschland passieren. Also deine Frage war, ob wir mehr internationale Gerichtsfälle in der Zukunft sehen werden, über Ländergrenzen hinaus, im Hinblick auf den Klimawandel. Und dieses Beispiel ist insofern eine Ausnahme, weil diese Firma diese Firma in Deutschland ansässig ist, aber weltweit Schäden verursacht. Und das ist, warum RWE verklagt wird, aber nicht ExxonMobil zum Beispiel. Und dieser Luja-Fall ist ein Beispiel. Wir sehen, dass immer mehr und mehr solche Gerichtsfälle passieren. Sie sind schwierig, über Ländergrenzen hinweg zu machen. Und da ist das deutsche Gesetz tatsächlich eine Ausnahme. Und also Ausnahmen sind da jetzt zum Beispiel die Menschenrechtsgerichte, an die man sich wenden kann. Aber zumindest momentan ist es im legalen Sinn, also im rechtlichen Sinne, nicht sehr klar, wie man da vorzugehen hat, aber es gibt halt Anwälte, die sich mit solchen Fällen derzeit auseinandersetzen. Vielen Dank. In der Zwischenzeit gibt es einige Fragen aus dem Chat und dem Internet. Are the results of the individual attribution studies published as open data in a machine-readable format? Sind die die Resultate der Zugehörigkeitsstudien als offene Daten veröffentlicht?
that I've done with my also with World Weather alle Studien, die wir veröffentlicht haben und so die wir gemacht haben, also alle Daten sind verfügbar von unseren von unseren Schulen sind verfügbar auf einer Plattform namens Climate Explorer. Das sollte maschinenlesbar sein und das ist mit Absicht, weil wir unsere Ergebnisse so transparent und zugänglich wie möglich machen wollen, sodass jeder mit den Daten arbeiten kann. Aber das ist nicht der Fall für alle Studien, die existieren, weil weil nicht alle Fachzeitschriften, in denen diese Studien veröffentlicht wurden, eine offene Datenpolitik haben. Also wenn ihr jetzt einfach mal auf die Carbon Brief Webseite geht und dort auf die Studien geht, dann seht ihr, dass da viele die Daten verfügbar haben. Okay, nächste Frage, im Anschluss. Sind die Modelle auch verfügbar für die Öffentlichkeit? Also die Modelldaten sind öffentlich verfügbar und das ist ein Grund, warum wir diese Studien machen konnten, weil bis vor kurzem waren solche Modelldaten nicht zugänglich und nur die Wissenschaftler aus einem Land konnten auch Daten von diesem Land nutzen. Aber jetzt sind die Daten zum Glück zugänglich für alle und diese Daten sind definitiv da und auch nutzbar. Aber man braucht eine gewisse Kenntnis der Daten, um damit umgehen zu können. To what certainty can you set up counterfactual models, which are an important reference to your percentage value? What data are the base for these models? Die Modelle, die gegen deine prozentuelle Ursachen sind. Also die counterfaktualen Simulationen, also die Klimamodelle, die wir nutzen, die werden halt auch für die Wettervorhersage benutzt, aber sie werden halt in einer kleineren Auflösung verwendet. Also das Publikum hier weiß natürlich, was damit gemeint ist, also geringe Auflösung, damit es nicht ganz so rechenintensiv ist. Und wir nutzen dann die Simulation von der heutigen Zeit, zu sehen, was zu erwarten ist. Und weil wir wissen, wie viel Treibhausgase emittiert wurden, haben wir sehr viel Sicherheit, wie das Modell halt anders initialisiert werden muss. Und dann können wir damit die Counterfactuals richtig einstellen. Und ansonsten läuft das Modell auf die gleiche Art und Weise. Und wir gehen davon aus, dass das Wetter immer noch den gleichen physikalischen Prinzipien folgt. Wenn wir die Treibhausgase rauslassen, die eine Annahme ist, aber es ist keine komplett unrealistische Annahme. Wir haben jetzt Jahrzehnte, in denen, also Jahrzehnte Erfahrung, mit denen wir Erfahrung haben, Modelle zu bauen. Und wir sehen halt, dass und wir können halt mithilfe der alten Daten beurteilen, wie also die Simulationen für die heutige Zeit sind natürlich nicht vollständig perfekt. Und es gibt Dinge, die schwer zu simulieren sind, aber wenn es um Hurricanes geht,
können wir mit sehr hohem Vertrauen sagen, dass der Regenfall von Hurricanes, dass der von den Modellen gut abgebildet wird. Okay. And then, well, some one question that that emerges from all this is, of course, if we eine andere Frage, know die daraus resultiert, than in the past, how wissen wir das alles und viel mehr als in der Vergangenheit? Warum ignorieren Politiker diese Informationen? Und wie können wir dafür sorgen, dass Politiker dies ernst nehmen? Wenn ich die Antwort darauf wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern Politik machen. For things to change, ja, aber es dauert eine sehr lange Zeit, dass sich Dinge ändern und damit sich Dinge schnell ändern. Aber in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, dass der Klimawandel auf die Agenda von allen Politikern gekommen ist. Und das ist sehr auf die Friday for Futures Demos zurückzuführen. Aber auch zu einem Faktor darauf, dass wir wissen, dass das Wetter, das Menschen in ihrem Garten erleben, das hat sich verändert. Leute erleben den Klimawandel heutzutage. Und ich denke, das hilft. Damit wird es wichtiger. Und alle haben Klimawandel auf der Agenda. Und das war vor 2 Jahren noch ganz anders. Manche Leute haben damals noch gar nicht in der Politik über Klimawandel geredet. On that agenda. But es bedeutet noch nicht, dass es die richtige Priorität in der Agenda hat, aber es ist immerhin schon ein großer Schritt vorwärts. We do know some things that do work. Ich denke, wir wissen einige Dinge, die funktionieren. Wir müssen es immer noch tun. Ich denke nicht, dass ich mehr sagen kann. Maybe ich habe keinen magischen Zauberstab. Of impact. One of the question is it possible eventuell to turn the results of gibt es eine weitere Möglichkeit der Farmers and Beeinflussung? Also ist es möglich, die Daten an die Leute, die von den Extremwetterereignissen beeinflusst sind, dass man denen die Daten gibt? Das ist eines der wichtigsten Dinge mit diesen Studien. Auf der einen Seite muss man Aufmerksamkeit erregen, auf der anderen Seite muss man, wenn man eine Trockenheit, die zu Einbußen geführt hat, dann kann man, es ist sehr wichtig, dass eventuell die Landwirtschaft sich verändert oder dass Versicherungsgesellschaften oder Versicherungen müssen sich verändern. Und das ist genau, warum wir diese Zuordnungsstudien machen, da nicht jedes extreme Event den Fingerabdruck des Klimawandels zeigt. Und wenn man weiß, welche wirklichen Ereignisse zum Klimawandel gehören, dann weiß man auch, wo man seine Ressourcen fokussieren sollte, um in der Zukunft resilienter zu sein. Und für finanzielle Verluste auf der einen Seite kann man diese Studien benutzen, um die Risiken abzuwägen. Und alles, was ich gesagt habe, zum Beispiel die counterfaktuellen Studien mit der Gegenwart zu vergleichen, man kann das auch in die Zukunft abbilden. And of course, you can then also in a also, wie sich da die Wahrscheinlichkeiten verändern. Und in einem nicht ganz so direkten Weg kann man die Informationen nutzen, um zu sagen, was andere Risikofaktoren sind. Und
for the financial sector, for the financial planning. Was sind Risiken für den finanziellen Sektor, für finanzielle Planung? Wo könnten Verantwortlichkeiten liegen? Extreme weather events and their changes in intensity and magnitude is how climate change is manifesting. Da wir extreme Wetterevents haben und wir sehen, wie der Klimawandel sich manifestiert, verbindet das alle Aspekte dieses Klimawandels. Last question for today. I hope I letzte Frage. Ich hoffe, ich kann das, das vernünftig vorlesen. How we cultivate fields in agriculture. How does this impact the overall climate in that area? The example here is it only die Art und Weise, wie man Felder bestellt, directed to im Hinblick auf Wasserverbrauch und im Hinblick auf den Klimawandel. Kann es sein, dass jetzt auch Monokulturen ein Problem darstellen? Ich bin mir nicht sicher über die Details, aber die Veränderung, die man Land nutzt, spielt eine Rolle. Es verändert das Klima. Also, wenn man einen Regenwald hat, dann hat man ein sehr anderes Klima in der Region, als wenn es eine Savanne ist. Und natürlich, wenn man Monokulturen hat. Your losses are larger usually as if you have different types of dann sind die Verluste sehr viel größer, als wenn man eine Mischkultur hat. Everything is in exactly the same way vulnerable. Da in einer Monokultur alles auf die gleiche Art verletzbar. With respect to, und daher spielt auf jeden Fall die Landnutzung eine große Rolle. Und für die Auswirkungen von extremem Wetter. Und das ist eine Sache, wo man drauf schauen kann. Und auch Veränderungen in den Gefahren. Und nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern auch aufgrund der Landnutzung. Und man kann die gleichen Methoden nutzen, um dies zu untersuchen. Man kann zum Beispiel die Treibhausgase und die Landnutzung miteinander vergleichen. Vielen Dank für deinen Vortrag und für die Fragerunde. Es war schön, dich hier zu haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gibt es wahrscheinlich schon noch Wege, dich zu kontaktieren. Deine E-Mail-Adresse way more questions. Ist im Fahrplan. Falls ihr noch weitere Fragen habt. And do you explore that? Und bist du an der 2D-Welt unterwegs? Okay. Da ich nicht weiß, was du sagst, wahrscheinlich aber ich kann das ändern. Ja, das ist, die 2D-Welt ist der Satz für den Kongress in der realen Welt. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr eine E-Mail. Die Adresse ist im Fahrplan. Vielen Dank.